schon fahren? Hallihallo, ihr Lieben, du kannst fahren, ja natürlich. Und ein herzliches Willkommen bei LS22 Family, die, oh wow. Die Nathalie, ihr seht's, ist wieder außer Rand und Band. Und wir sind wieder in unserem kleinen Christmas-Special. Wir haben in der ersten Folge, oder letzten Folge, wenn ihr es gesehen habt, 3 Sachen schon gewonnen, darunter ein Traktor. So, und jetzt wird's natürlich extrem interessant, was wir hier noch bekommen können. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten X, nämlich hier zu 104. Genau, du musst dann die nächste große, musst du abbiegen, ne? Mhm. Wenn eine Kreuzung kommt, musst du abbiegen. Ich hab's Navi auf. Ah so, alles klar. So, perfekt. Ich seh's auch schon. Ja, ich seh's auch schon. Mhm. Man sieht's von Weitem, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Achso, da bin ich ja wieder dran mit Fragen, ne? Mhm. So, mal sehen, was es hier gibt. Oh, wir können eine Seemaschine gewinnen. Mhm. Jetzt nicht die beste. Bisschen eine ältere, bisschen eine kleinere, aber... Ja, mal gucken. Aber es ist eine. So, okay, passt auf. Und zwar, ich muss schnell meine Frage wieder hochmachen. Und zwar... Jetzt wird Basti lachen. Ist die Valtra Q-Serie im Standardspiel enthalten? Antwort A, nein. Antwort B, es ist ein Free-DLC. Antwort C, ja, es war ein Free-Content-Update. Oh Gott, das war B oder C. Nochmal die Frage. Die Valtra Q-Serie, ist die im Standardspiel enthalten? Nein. Es ist ein Free-DLC gewesen? Oder ja, es war ein Free-Content-Update. Free-Content-Update für alle ist das, wenn einfach ein Patch kam und da war das einfach mit drin. Oh, Mike, was sagst denn du? Ihr dürft natürlich eure Communities auch wieder befragen, ne? Ich sag auch B oder C, aber ich bin... ich bin für oder... Ihr habt keinen Zeitstress, ne? Ihr habt keinen Zeitstress. Also, ihr könnt euch in Ruhe beraten. Ich gehe ganz stark auf C. Ich auch, aber ich bin mir sehr unsicher. Also, A schließt ja aus, auf alle Fälle. Ja, definitiv. Man muss es nicht zukaufen. Das stimmt schon mal. So viel kann ich verraten. Aber war es ein DLC, was es freigab? Also, wie das Agi-Pack? Oder war es ein Free-Content-Update? Free-Content, definitiv. Das da auch. Chat, Hilfe! Chat! die Valtra cool vor allem. Die Valtra Q-Serie. Q-Serie. War das ein Free-Content-Update? Oder ein Free-DLC? Also B wäre Free DLC und C wäre Free Content Update. Du bist raus, okay. Ja, dann sag's mir. Wenn du es weißt, hau raus. Ist C, oder? Ich bin für C. Ja, ich auch. Warte, was sagt mein Chat? Komm, jetzt schreib's doch mal rein, Mensch. Mike, Mick und Mike. Oh. Wollen wir es riskieren? Ja, mach halt. Ja, C. 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 Und ihr habt natürlich recht gehabt. Es war ein Free-Content-Update. Kein Free-DLC. Genau. Kam mit dem vorletzten Patch dazu. Sehr gut. Gewonnen. Nee, was haben wir jetzt? Achso, die Seemaschine. Die Seemaschine haben wir gewonnen.
Ui. Das muss ich mir bloß mal vermerken, ganz schnell. So, okay. Kannst du bei alles in Hagen noch machen? Ja, bis jetzt ja. Station 6, ihr Lieben. Nee, 4. Jetzt müssen wir zu 5. Oh, dann hab ich mir das hier falsch notiert. So, was zur 5 müssen wir? Soll ich fahren? Ja. Na, weißt du, wo es lang geht? Nö. Ja, also ungefähr. Dann fahr ich. Okay. Die Männer kriegen nicht auf der Reihe hier. Ja. Basti, hast recht gehabt. Hab ich dir ja heute 30 Mal erklärt, dass es Free-Content hat. Das kam heute perfekt eigentlich, deine Frage, mein Lieber. Da habe ich gedacht, das kannst du gleich mal nehmen, weil das ist eigentlich ein bisschen sogar eine schwierige Frage gewesen. Aber ich war mir fast sicher bei C, aber irgendwie unnett. Weißt du? Ja. Geil wäre, wenn so jetzt schnell, noch... Damit ihn runtergerutscht. Geil wäre jetzt natürlich noch, wenn auf den... Wenn auf dem Asphalt jetzt noch Funken sprühen würden. Ja. Soll ich mal ein bisschen hier drüben fahren? Basti, nee. Gott. Du bist besser, ne? Ah, ist ja egal. Es ist so Spaß heute. Das ist todernst. Ich sehe den Baum noch nicht. Wo ist der Baum? Der Baum, der Baum. Oh. So, müsstest da. Das gleich sehen, ja. Aber ist doch schön geschmückt, oder? Ja. Haben sie echt gut gemacht, ne? In Fichtal. So, ja. Jan. Geben sich die Einwohner hier sehr Mühe. Definitiv. So, was haben wir denn? Oh, Saatgut, oh, yeah. Hä? Saatgut! Jawohl. Ich muss mal schnell gucken, wie viel Saatgut. 25.000 Liter kriegen wir. Oh Gott. Ja, bei mir wieder dasselbe Spiel. Ja. Aber nee, ran, ich würde dich nicht. Was? Wo bist denn du überhaupt? Wo ist denn der? Ganz gut. Ach, hier hinten. Oh Gott. Ja, jetzt bei mir ist dasselbe Spiel wie letztes Mal. Ja. Also ja. Die Frage baut sich auf. Sehr cool. Und ich denke, mein Tipp, wenn weiß, Sven weiß es nach der vierten bzw. fünften Aufgabe. Ansonsten. Okay. Und bei Nicole könnte ich mir vorstellen, dass sie so sechste, siebte, achte weiß. Genau. Aber vorhin wäre ich nicht gar nicht drauf gekommen. Also von daher. So, also los geht's. Ich bin in einem Fahrzeug drin. Mensch, wer hätte es gedacht? Aha. Liebe Community, hört zu. Ja, genau. Bitte. Im Fahrzeug drin. Ich bin in verschiedenen Versionen verfügbar. Mhm. Eine Idee. Mhm. Ich bin teilweise in LKWs. Aha. Ich kann zerstören. Nee. Ich kann aber auch nicht zerstören. Aha. Ah, okay. Ich bin teilweise sportlich unterwegs. Ich weiß es. Ich tatsächlich noch nicht. Oh, geht. Also ich hoffe, tatsächlich hätte ich dir das jetzt schon zugemutet, Sven. Mm-mm. Ich hoffe, ich weiß es. Okay, erzähl mal weiter. Ich bin in der Feldarbeit. Du bist was? In der Feldarbeit. Ich bin in der Feldarbeit. Ja. Ich bin aber auch auf der Straße. Ja. Ja. Bin teilweise für die Rennstrecke bedingt unterwegs. In der was? Rennstrecke. Rennstrecke. Also nicht gerade gesagt, in der Punkt-Punkt-Punkt-Version? Nee. Hä? Hm? Hä? Hey, kurz weiter. Ich sorge für Sicherheit in gewissen Lagen. Für Sicherheit? Ja. Ich weiß es immer noch. Ich bin jetzt umgeswitcht. Mhm.
Ich habe eine Idee, aber... Hast du noch was? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Ja, ja, erzähl mal. Ja. Pat, wisst ihr's manche schon? Fahrzeuge verfügen über mehrere. Ja. Mhm. Ja, okay. Da war ich mit meiner ersten Vermutung falsch. Bin ja, teilweise permanent, teilweise aber auch nicht permanent. Ja, bin immer noch dabei. Lenkbewegungen mag ich gar nicht. Ja. Willst du's? Nee. Nee? Nee, bin komplett raus. Ja. Ach, vielleicht komme ich wieder rein. Am Rad. Was? Ich drehe nie am Rad. Ja. Wenn, ich bin enttäuscht von dir. Keine Ahnung. Oh, was? Ohne Witz, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Also ich hatte vorhin was im Kopf, aber das passt jetzt gerade nicht mehr. Also ich hatte, kann es ja mal sagen, ich hatte, bis vorhin hatte ich den Sicherheitsgurt irgendwie im Kopf. Ja, ich bin, ich, darf ich schon sagen, was ich für ja, wir können Idee uns hab? Ja beraten, wir können uns ja beraten. Also sag's mal. Okay, Mick, der Airbag. Hatte ich vorhin auch schon überlegt. Okay, erzähl mal weiter, hast du noch was? Dann wäre die Lösung nur noch. Ach so. Lieber Chat, ihr habt's gehört. Was glaubt also ihr? Also ich hatte vorhin den Motor, aber das hat mit dem Zerstören nicht gepasst. Weil Motor gibt's auch in einer Sportvariante. Ich weiß nicht, ob es ein Airbag in einer Sportvariante gibt. Ich kann euch noch einen Tipp geben. Mhm. Ja. Versucht mal dieses das ganze Fahrzeug zu sehen und nicht nur auf, ich sag jetzt mal, Auto, also ich sag jetzt mal BMW oder so, sondern auch mal eventuell Traktoren, LKWs. Mhm. Ne, nicht nur dieses Fahrzeug, sondern vielleicht gibt's mich ja auch in größeren Varianten. Hab ich keine Ahnung. Da hatte ich vorhin mal Navi, aber Navi kann nicht zerstören. Nee. Das mit dem, ja, es kann zerstören, das stört mich ein bisschen. Das, ja. Also ich war bei Navi, ich war bei Motor und ich war bei Airbag. Ich war bei Airbag und ich war bei Sicherheitsgurt. Ja, Chat. Aber Sicherheitsgurt gibt es auch in der Sportvariante, da hast du auf beiden. Aber ist ja nicht permanent. Was ist denn permanent? Doch, der ist immer da. Ja, er ist permanent oder auch nicht. Hm. Ich verzweifle bei der zum Airbag. Na, bei manchen ist ja, glaube ich, gar keiner drin, oder? Bei manchen Fahrzeugen aber ein Airbag ist nicht permanent. Nee, den kannst du doch an- und ausstellen. Bei manchen Fahrzeugen. Und den Sicherheitsgurt, gibt's den in jedem Traktor? Nö. Nee. Ich gebe euch jetzt mal noch einen Tipp. Ihr seid komplett auf dem falschen Dampfer. Oh. Kann ich mal was fragen? Ja. Ist es was Mechanisches oder ist es was Elektronisches? Also mechanisch wäre jetzt für mich zum Beispiel wie... Autoreifen. Wie ein Autoreifen, wie ein Getriebe... Wie sowas. Ein Reifen kann sich auch zerstören. Da kann platzen. Ja, aber es hieß ja, es kann zerstören. Also was anderes zerstören. Und nicht sich selber. Ne, wenn der Reifen platzt, geht das Auto kaputt. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also, Gib mir noch deinen Tipp, bitte. Es sei, also, wie gesagt, nee, das mit dem Elektron, nee, das mit dem elektronisch oder mechanisch? Oder weder noch? Ich habe keine Ahnung, ne? Tendenziell eher mechanisch. Tendenziell eher mechanisch. Aber gibt's auch... Also ich sag jetzt mal...
80% wahrscheinlich, was? Die so unterwegs haben, sind, haben eine mechanische. Also ich, was ist denn mit der Handbremse? Eine Handbremse kann kaputt machen, wenn du die anziehst. Und die geht nicht am Rad, ja. Die dreht nicht am Rad. Die dreht nicht am Rad, aber permanent? Das mit dem permanent stört mich da. Wollen wir es einfach versuchen? Ich meine, es geht ja nur um Saatgut. Lieber Chat, was meint ihr? Könnte es eine Handbremse sein? Weil das hat jedes Fahrzeug. Eine Handbremse. Aber kann das, kann die elektronisch sein, die Handbremse? Ich habe eine elektronische in meinem Auto. Ich nicht. Du hast eine mechanische noch. Ich habe eine mechanische. Aber die meisten Autos jetzt was, haben... Was ist mit dem Zündschlüssel? Ja, der kann doch nichts zerstören. Nein! Hm. Weil meins geht per Knopfdruck an, mein Auto. Naja. Wollen wir es probieren mit... Ich glaube es nicht, dass es der Schlüssel ist. Ich glaube eher, dass es der Handbremse ist. Also, ihr seid gerade... Ich habe keine Ahnung. Ihr seid gerade, also, zwischen warm und kalt, sehr kalt. Beide? Beide. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Nee. Löse es auf. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir das nicht gewonnen. Du wirst dich so ärgern. Ja. Ich, aber ich habe... Ich habe... Handbremse. Differentialsperre. Ah, nein! Was? Was? Oh, nein! Differentialsperre. Differentialsperre. Ja, die kann permanent und nicht permanent sein. Oh, genau, ja. Genau, vor allem... Sie kann sportlich sein, sie kann zerstören, sie kann aber auch nicht zerstören. Sie kann auch. Aber sportlich hätte ich nicht gewusst. Doch, es gibt Sportdifferenziale. Das wusste ich nicht. Das kenne ich mir nicht aus. Sie sorgt für Sicherheit in gewissen Lagen. Schade. Und deswegen, weil du vorhin gerade noch vor 10 Minuten gesagt hast, Differentialsperre. Deswegen da. Oh. Aber Mike war trotzdem gut. Es war, ich muss es sagen, es war einfach gut. Okay, ja gut, Saatgut haben wir jetzt nicht, aber das ist nicht ganz so schlimm, finde ich, muss ich sagen. Okay, Wir haben den Traktor. Der leckere Bier, ich hoffe, so wo ich es jetzt aufgelöst habe, macht das für mich Sinn. Ja, er hat es ja sogar im Kopf gehabt, hat er gesagt. So, soll ich mal vorn? Ja. Wo müssen wir denn hin? Guckst du mal bitte? Zur 70. Bei der 70 unten? Der 68 sozusagen. Ja. Ich habe das auf der Kleinkarte jetzt nicht gesehen. Okay, wir müssten also hier auf die Straße raus und dann erstmal runter. Ja, gucken wir mal. Genau, jetzt gerade. Was ist denn jetzt? Oh ne, hat sich jetzt mein Spiel aufgehangen? Nee. Gut. Boah, ich dachte schon. Ich dachte jetzt. Krass. So, ihr Lieben. Oh, warum zetert denn der jetzt so rum? So, gut. Kann mich jemand so ein bisschen lotsen? Hier runter? Ja, sieht so aus. Toll. Sehr gut gelotst, muss ich sagen. Ja, so. Ist richtig. Bin ich richtig? Sehr schön. Ja. Genau, und dann gerade und dann müsstest du es sehen. Ja. Schauen wir mal. Du musst nirgendwo abbiegen, wie es aussieht. Mhm. Boah, was ist denn jetzt mit meinen FPS los? Oh. Oh, die ganzen Abgase. Oh. Was ist denn los? Das war gerade ein bisschen holprig. Zum Glück habe ich mich ganz doll festgehalten. Geil, ich kann in den Traktor einsteigen. Da leckt es wie Sau. Zur Not steigst halt nochmal ein und nochmal aus. Könnte auch sein, ne? Wenn ich auf C drücke, leckt's wie Sau. So. Mhm. Was kriegen wir denn ist hier? Ist das ein Auto? Ach nee.
einen Grubber, oder? Ist das ein Grubber? Das ist eine Scheibenegge. Also oder ein Grubber. Ja. So. Wer ist denn dran? Oh, kann ich die sammeln? Nee, schade. Was kannst du sammeln? Geht die hier Objekte? Nein. Bin ich dran? Ja, nicht klar. Wird jetzt ganz schwer, Achtung. Weihnachten ist das Fest der Triebe. Nein, der Liebe natürlich. Oder was sagst du? Genau, ja, ich bin da komplett bei dir. Ja, Weihnachten der Liebe. Ja, ist richtig. Jo, sehr gut. Warte, muss ich gleich eintragen. Das heißt, wir haben einen Grubber. Ja, das geht ja wie geschnitten Brot. So, aber ihr Lieben, wir sind auch schon mit der Folge schon wieder am Ende. Ja, es hat natürlich Spaß gemacht. Diesmal leider eine Frage nicht korrekt beantwortet. Aber Das seht ihr, wir haben uns vorher wirklich nicht abgesprochen. Also es war auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Aber das macht's ja aus. Aber jetzt mal ganz kurz. Es war eigentlich schon eindeutig gemacht, jetzt wo ich es aufgelöst habe, oder? Ja, alles gut. Alles gut. Natürlich. Okay. Okay, perfekto. Ihr Lieben, wir sehen uns. Lasst ein Däumchen da, macht die Glocke auf aktiv und lasst Abo da und auch natürlich gerne einen Kommentar. Bis dahin, macht's gut, wir sind raus. Tschüss und ciao. Ciao.